Und daher möchte ich am Beginn eines neuen Wissenschaftsministers auch die Frage stellen, obwohl das aus dem Schoß der AG gekommen ist, also Ihrer politischen Herkunft, ob Sie bereit sind, hier so durchzugreifen, dass am Schluss klar ist, die sind alle weg. Weil dieses Tarnen und Täuschen, dass zwei zurücktreten und fünf weitere bleiben, das können wir nicht akzeptieren. Die müssen alle raus, von denen muss man sich distanzieren. Die österreichischen Hochschulen müssen Antisemitismus und Holocaustleugner frei sein.